Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute von unserem YouTube-Kanal Modbox den Lizard T2000 vor. Ja, ist kein kein Terminator, sondern ein LKW. Zwar ein amerikanischer mit, also ich weiß nicht, wie vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Wir werden uns gleich ein bisschen beschäftigen müssen. Es ist schon Wahnsinn. Auch wenn wir uns dieser LKW zur Verfügung stellen von Hispano und der die Modder schreiben ihre eine Modbeschreibung, dass dieser LKW für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde Konsole, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können unseren Mod herunterladen und nutzen. Gewisse Eigenschaften nenne ich einfach mal vorab, bevor wir in die Konfiguration gehen. Es gibt drei Motorkonfigurationen bis zu 1000 PS. Dann und 155 km/h schnell. Also schreibt es mal in die Kommentare, ob das wirklich möglich ist. Ich zweifle das ein bisschen. Zwei Radkonfigurationen für Straße oder Gelände. Zig Farbkonfigurationen für alle möglichen Teile, die es überhaupt in diesem Fahrzeug. Auspuffkonfiguration, vier Stück. Mehrere Kotflügelkombinationen. Scheibentönungen von bis zu 100%. Also, ne, so wie es das davon ist, 100%. Optional Rundumleuchten, Zusatzscheinwerfer, mehrere seitliche Zubehörteile, optionale Markierungsschilder vorne, hinten, 10 Farbkombinationen. Alleine 64 Farben für alle Farbgruppen verfügbar, sprich Metallic, Matt und Chrom Lacke sogar. Also ihr seht und hört schon, also ihr hört schon viel mehr. Da gibt es so einiges, was man machen kann. Ich hoffe, ich kann euch alles zeigen, weil es ist immer mit den Konfigurationen ein bisschen schwierig. Ich kann mal reingehen. Weil manches von einer abhängig hat man es konfiguriert oder nicht. Das war jetzt gerade, als die ersten beiden konfiguriert ein bisschen schwierig, aber ich versuche mein Bestes, euch so gut es geht zu erklären und zu zeigen. Ja, wird standardmäßig von 153.000 bekommt dann 34 PS schon LKW als manuell getrieben mit 80 km Maximalgeschwindigkeit. Ja, die beiden Reifenvarianten haben wir schon gesagt, Straße oder Offroad, also Gelände. Es gibt auch keine anderen Reifenvarianten. So, jetzt kommt das Chassis-Design. Dann sehen wir hinten, Achtung, das ist Standard. Dann gibt es das halt, ich gehe es einmal durch, wenn ich jetzt alles versuchen würde, ihr seht ja, was passiert. Das sind halt die Möglichkeiten, die wir haben. Abgasanlage, da gibt es auch zig verschiedene. Ich klicke es einmal durch, damit ihr es mal gesehen habt. Ihr seht ja immer, es gibt einmal quasi gekrümmt und jetzt gibt es auch einen mit Schutz. Also gekrümmt und mit geschützt. Und mit Schutz. Ja, und so geht es halt die ganze Zeit an. Ne? So. Und das ist so das teuerste mit 9000. Kotflügel gibt es Standard. Gummi. Das Problem sind Gummi individuell. Seht ihr unten. Bei den Farben. Ne? Dann könnten wir die ganze Geschichte dann halt farblich gestalten. Ich gehe erstmal durch, damit ihr das alles mal gesehen habt. Na, ihr seht, da ist halt wirklich einiges. Ne? Wir lassen es mal so stehen. So. Schutzkappenreflektoren. Seht ihr hier nur die Streifen drumherum. Die sind eine Umrisse, Streifen, Umrisse und Streifen. Habt ihr beides dran. So, getönte Scheiben gibt es 0, es gibt 33, 66 und 100% getönte Scheiben. Hier könnt ihr noch Fenster einsetzen, entweder oben, unten oder beide. Dann rundum leuchten, da sieht man nichts von. Das heißt, ihr könnt jetzt, es gibt 10 Modelle. Ich habe jetzt mal 10 genommen, aber die werden hier nicht angezeigt. Also ich habe es ja schon gesucht, die werden hier nicht angezeigt. Das ist wahrscheinlich nur die Beleuchtung an sich dann. Und Zusatzstrahler, ja. Na, also habe ich auch nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, wo ihr den hinsetzt. Ich kann es euch nicht sagen. Lassen wir mal dran. So, Motorgitter kann man entweder hier Raute, Preise. Ja, eins von den beiden könnt ihr machen. Frontzubehör gibt es ohne die Frontleiste. Null Leiste oder Front- und Mitleiste oder gar nicht. Ne? So, seitliches Zubehör. Seitenleisten. Nein, die sieht man jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil jetzt hier wahrscheinlich nicht die anderen Kotflügel mit drauf sind. Geländer. Also. Ne, ihr seht, manche Konfigurationen sind zwar da, aber man sieht. Und hier sieht man das ein bisschen. Da war es gerade. Da. Ne, habt ihr das halt mit dem Griff. So. Zubehördecke. Hier. Ne, voller Balkon. Visierleiste. Oder gar nichts. Ne. So, Frontchrom ist hier vorne bei den Strahlern.
Schalfer oder Leiste, Hörner, Schalfer und Leiste. Alle. Ihr seht, es ist super viel zu konfigurieren. Ihr müsst euch da wirklich Zeit finden, um alles zu entdecken, wo was ist. Das weiß auch, ist für mich auch gar nicht ganz so einfach. So, seitlicher Chrom. Dann wird es hier einmal in den Spiegeln. Der Tritt. Seiten, Spiegel und Tritt. Spiegel und Seiten. Tritt und Seiten. Alle. So. Frontmarkierungsleuchten ist hier unten. Ne, da könnt ihr sagen ja oder nein. So, jetzt haben wir Motorausführung. Wie schon angesprochen, 430 PS. Dann gibt es 600 und 1000 PS. Ne, also 1000 PS starker LKW. Ja. So, Seitenmarkierungsleuchten ist dann hier unten, glaube ich. Im Spiegel, genau, hier ist im Spiegel eine, so war das. Ein Tritt an den Seiten, Tritt und Spiegel, Spiegel und Seiten, Tritt und Seiten oder alle. Dann gibt es Obermarkierungsleuchten, Stirnseite. Ihr seht wirklich, das ist Wahnsinn, was hier alles gemacht wurde an Beleuchtung, was ihr machen könnt. Ich meine, es ist typisch amerikanisch, das ist ja auch jetzt nicht Fantasie hier, aber es ist schon krass, ne? Hinten, ne, seht ihr hier. Oder einfach alle nehmen. Dann habt ihr immer das Richtige. So, jetzt wird richtig wild. Ne? Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel das Fahrgestell. Gold, Chrom. Und jetzt geht es so in allen Farben. Könnt ihr euch hier durchklicken und das Ganze machen. Nasenfarbe. Ne, könnt ihr hier Chrom oder Hauptfarbe machen, je nachdem, was euch lieber ist. Ne, hier könnt ihr die Fahrzeugteile noch in Gold machen. Dann Chrom. Oder John Deere. Ihr seht, es ist absolut irre. Es ist wirklich irre krass, was die hier rausgehauen haben. Ne, ihr seht es. So, gehen wir mal weiter. Lass das mal auf Orange. Orange ist eine schöne Signalfarbe. Jetzt haben wir hier zum Beispiel nur die Umrandung von den Leuchten. Was soll ich dazu sagen? Ne? Das ist mega. Absolut mega. So, Hauptfarbe. Ihr seht, mehr, wie schon angekündigt, mehr als die typischen. Es gibt da Matttöne, es gibt Metallic-Töne. Und jetzt könnt ihr euch natürlich so die geilsten Farben da rausholen, die euch so am meisten packen. Es ist schon, ne, wild. Absolut wild. Wir nehmen jetzt mal irgendwas hier blau. So. Und hier geht es noch, was, also ist jetzt. Das ist hier Gehäusefarbe. Das geht jetzt nicht mehr, weil wir jetzt hier schon diese anderen Farben übernommen haben. So, jetzt geht es hier mit diesen, ne, Abdeckungen los. Selbst die könnt ihr quasi einzeln mit einer Farbe vergeben, so wie ihr es halt Bock habt. Wie, sofern ihr auch Bock habt. So, ne? So, Metallkotflügel haben wir hier auch nochmal. Hier ist ja nichts, weil wir haben diesen Metallkotflügel nicht gebaut. Und ich glaube auch hier ist, ne, die Farben der Ränder, könnt ihr hier mit bestimmen. Ne, was euch am liebsten ist. Farbe des Motorgrills können wir auch noch ändern. Und zu guter Letzt die Felgenfarbe. Also ihr seht, es ist da so einiges möglich. Also man muss, wer richtig Bock auf Konfiguration hat, ist bei diesem Fahrzeug absolut an der richtigen Stelle. Und ihr seht, es kommen mal eben zu den 153.000, nochmal 86.000 zu für 92.900, wobei, glaube ich, der Motor am meisten reinhauen wird. Wenn ich jetzt finde. Seht ihr, ich bin schon so. So, gerade Schutz, Umrisse. Na komm. Da ist ja mit 32.500. Wenn ihr das rausrechnen würde, dann wisst ihr, wo ihr hinkommt. Nein, aber ihr seht, es ist super viel Konfiguration möglich. So, jetzt habe ich mal hier ein fertig gemacht. Wir können mal innen gucken, wir machen den Motor an.
Ne? Ihr seht, beleuchtet ist es innen drin alles. Achso, ihr könnt die Spiegel, könnt ihr an- abklappen mit der Maussteuerung. Ja, Hubhalter auch. Hier seht ihr erstmal die ganze Beleuchtung. Irre. Ah, das ist ein Wahnsinn. Also, naja, was soll ich sagen? Ich meine, der soll jetzt 155 fahren. Ihr seht. Ja, der Sound ist in meinen Augen jetzt nicht überwältigend. Das können wir mal kurz rausfahren. Dabei können wir mal den Lichtcheck machen. Blinker und so hat er alles. Warnblinkanlage funktioniert auch. Leuchtturm haben wir ja schon gesehen. Von vorne. Blinker, ne? Leuchtturm. Aber er schafft wirklich die 155. Das ist ja Wahnsinn. Ja, gut. Wendung kann er auch. Nein, also das ist schon wirklich krass. Einfach von diesem Move hier. Also texturtechnisch, klar. Jetzt haben wir diese schöne Metallic-Farbe hier. Ist schon stark gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Mich hätte LKW ein bisschen geflasht, obwohl ich nicht gerade der größte Fan von amerikanischen LKWs bin. Das muss ich mal ganz ehrlicherweise dazu sagen. Aber für uns RS-Spieler, was Komfortzone anbelangt, könnt ihr euch dieses Fahrzeug echt mega krass individualisieren. Finde ich schon cool. Ja. Wenn euch diese Mod-Vorstellung jetzt gefallen hat, auch trotz diesem riesen Konfigurationsblock, den wir jetzt hatten, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch über jeglichen Kommentar zu diesem Fahrzeug. Immer gerne immer raus damit. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wieder Däumchen da lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.